Hi und willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3. Ja, und wir haben hier letztens den Skelettkönig kaputt gehauen und hier geht's weiter zu der verlassenen Kammer. Und mal gucken, was uns hier erwartet. Da hinten blinkt schon was. Der Krater. Und endlich sind wir hier, endlich angekommen. An den Krater, wie er schon gesagt hat. Und da unten ist irgendwas Geheimnisvolles. Der Fremde. Ihr seid es, der vom Himmel gefallen ist. Ich glaube nicht, dass ihr die Wurzel des Übels an diesem Ort seid. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Cain bringen. Er wird helfen. Okay, der Geheimnisvolle erinnert sich nicht mehr, okay. Dann wollen wir erstmal zurückgehen. Und da müssen wir hin. Die lange Reise, auf die mich die Götter geschickt haben, hat mich hierher geführt, zu der Wahrheit, dass der gefallene Stern ein Mann war. Er weiß nichts darüber, wer er ist oder wo er herkommt. Vielleicht kann Cain die Wahrheit herausfinden. Ja, das hoffen wir mal, dass der Cain hier mal rausfinden werde, wer der Fremde hier ist. Degat. Ich fand diesen Mann im Krater des gefallenen Sterns. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ein ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Okay, was haben wir hier Schönes? Eine einheitliche Axt. Können wir die denn benutzen? Ja, können wir. Mal gucken, ob das sowas bringt. Ja, bringt was. Also nochmal so. Okay. Deckard, was hast du so uns zu erzählen? Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Die Ziegenmenschen kümmern mich nicht. Ich werde das Schwert zurückbringen. Okay, da gibt's noch ein bisschen was zu erzählen. Was haben wir hier? Nichts mehr drin? Okay. Nichts mehr? Okay, die haben zwei was zu erzählen. Also erstmal den Fremden, würde ich mal sagen. Ihr habt keine weiteren Erinnerungen? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Wie geht es euch jetzt? Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Bleibt stark. Das Schwert kann nicht weit sein. Ja. Gucken wir mal. So. Digga, was hast du denn so? Die Horadrim. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo,
Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum Letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Kane. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Okay. Da hat er noch was zu erzählen. Der Erzengel Tyrael. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Die Dämonen haben diesen Pakt gebrochen. Warum unternimmt Tyrael nichts? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Okay. So, dann wollen wir mal hingehen. Händler? Ich mag dich. Du erkennst die wahre Qualität meiner Waren. Schaden? Im Gegensatz zu ein paar anderen Leuten. Das können wir verkaufen. Das 2, oh, das ist ja besser, ne? 19, 17. Das gucken wir gleich mal. Das haben wir jetzt ja verkaufen. Das verkaufen wir auch. Das auch. Mit verkaufen wir alles. Das auch. 2,2 Schaden. Ja, ja, Nicht so wirklich. Elf bis 21. Da und dann das dahin gucken. Mal aufmachen. Nee. Hier, das wollten wir machen. Das bringt mehr. Und das? Ja. Na? So. Haben wir's doch. Hast du den Fremden neben dem alten Kellen gesehen? Ich hab ihn beim Reden. Die Angriffe werden zwar spärlicher, aber diese Stadt ist verloren. Was mit dahin? So. Was mal hier uns noch erwartet. Okay. Oh, wir kriegen ein bisschen mehr Erfahrung, auch gut. Bis hier. So. Auch schon alles, sehr gut. Na, so. Ja, alles voll hier mit Gegnern. Ja.
Hier sollte jemand mal ein bisschen wischen. Hier ist ein bisschen Blut. Wo ist denn die Reinigungskraft, wo wir mal brauchen? Alles voll Blut hier. So, den haben wir auch. Ich würde erstmal sagen, wir tun den Rand mal. So. Felsenhaufen. So. Ich muss sagen, wir gehen jetzt mal hier so ein bisschen rüber. Ist da hinten noch was? Ja, ein paar Gegner sind hier. Na, okay, jetzt haben wir den Baumsturm. Dann machen wir die hier auch noch. Oh, gleich blaue Gegner hier. Das Unmögliche. Ah, ich wollte doch da rausrennen. Ah. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Das Licht in euch wird stärker. So. Explosierende Hand. Oh. Guck, was wir da Schönes haben. Fähigkeiten. Nein, das. Gegner, wenn es im Bluten stirbt, der Gegner während der Blutung aktives Explosiv. Ausprobieren. Was haben wir noch so? Passivfähigkeit. Erhöht die Macht der Kreise um 2 Sekunden Geisterkraft auf eure Defensiv- und Offensivfähigkeit an. Mir lasse das erstmal so. Wir gucken mal, was die Hand so anrichtet. Oh, richtig cool. Wie die wegfliegen. Das ist ja cool. Oben, wir gehen dann mal hier runter. Was da hinten noch ist? Hm? Ist auch ziemlich weit rein. Ah, da sieht man schon, dass es da hinten reingeht. Da wollen wir erstmal nicht. So. Dann müssen wir hier runtergehen. Ja, müssen wir wieder ganz runtergehen und dann
klappern mal die Mitte dann mal ab. Mann, ist das eklig, die dicke Dinger hier. Ah, da haben wir doch so einen schönen Buff. Klingt der eigentlich? Versteckt, okay. Oh, oh, oh. Mal kurz kratzen, so. Baumsturm. Ah. Irgendwie kommt da nichts. Baumsturm. So, dann haben wir hier auch alles. Wunderbar. Ah, da kommen die Gegner hier. Mal noch ein bisschen was Schwarzes. Jetzt muss ich da auch noch ein bisschen rein. Ah, ein Linkshaufen. Okay. So. Schön alles aufdecken, dass man ja nichts verpasst. So, oben sind Gegner, machen wir für die. Oh, eine schillernde Träne. So, da unten waren welche, genau. Oh, da hinten ist eine Kiste, sehe ich gerade. Die holen wir mal schnell. Oh, sehr gut. Hier waren auch noch welche. Oh, da ist eine Hütte. Gucken, ob es da irgendwas Schönes gibt. Nee, nicht so wirklich. Was haben wir da noch? Auch noch ein paar kleine. Gehen wir mal da hoch. Die Kiste haben wir ja schon geholt. So. Da drüben noch. Ich
Ich glaube, die kommen immer wieder. Lass doch die Leiche gehen. So. Okay. Haben wir noch irgendwas Besonderes? Naja. Nö. Nö. Ah, hier kann man auch rüber. Machen wir das mal. So. Hier noch irgendwas verpasst? So, Alter. Wie viele sind da noch, ey? So. Das wird nicht leicht. Okay. Gucken wir erstmal, was wir hier Schönes haben. Okay. Friedhof der Verlassenen, waren wir da nicht schon? Waren wir doch schon. Aber Moment mal. Wir müssen ja da vorne hin. Ja, dann lassen wir das mal gehen, weil wir hatten das ja schon alles. Und gucken mal hier. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Ah, wir hätten reisen können, ne? Ja, gut. Deswegen kam es mir bekannt vor. Ich habe zwar nichts gesagt, aber... war schon irgendwie bekannt. Die unmöglichsten Geschichten gehört über Reisende, die von bösartigen Bäumen angegriffen wurden. Unglaublich. Die Waldwesen sind trotz ihres Namens nicht pflanzlich. Sie sind vollkommen bewegliche Ungeheuer, die sich mit Blattwerk tarnen, um ihre Beute zu täuschen. Doch nur ein Narr würde das sein. Wie ich vor einiger Zeit enthüllte, waren die Khazra oder Ziegenmenschen ursprünglich menschlich, bevor die Wiscerei sie verdarben. Viele Jahre lang waren diese Kreaturen von einfacher und fähiger Natur. Diese Tage sind vorbei. Weithin wird von Angriffen durch die Khazra berichtet. Und die Anzahl der Todesopfer übersteigt alles andere in meinen Notizen. Oh, ein richtiger gefährlicher Gegner hier. Aber haben wir ja geschafft. Sollten wir ein Getränk nehmen? Doch, ganz schön viele Gegner. Wenn ich jeden Winkel der großen Bibliothek von Caldeum durchsucht habe, kann ich keine Hinweise auf das wahre Schicksal der Khazra des Blutsatzes. Einige zerfallene Schriftstücke deuteten an, dass sie einen Pakt geschlossen hätten, den legendären geringen Übeln zu dienen. Aber solche Vermutungen sind wohl kaum als echte Wissenschaft zu betrachten, nicht wahr? Wollen wir hier erstmal ein bisschen. Ah, da ist er. Ah, ich bin schon gewundert.
Auch noch so einer. Seuchenis, okay. Ach, hier haben wir doch was gefunden. Ich kenne diese Magie. Hier muss eines der Bruchstücke sein, in welche das Schwert des Fremden zerborsten ist.